dann gehen wir ins Dorf. Herr Whale sieht nun weniger ängstlich und gestresst aus. Dabei steht ihm eine große Aufgabe bevor. Er muss das Dorf wieder mit Leben füllen. Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo, Herr Wetterquarz. Und? Wie geht es Ihnen, so ganz ohne Angst? Fühlt sich gut an. Endlich habe ich Zeit, mich um neue Einwohner fürs Dorf zu kümmern. Hört, hört. Wie ist Ihr Plan? Ich dachte an eine Zeitungsanzeige. Düsterdorf. Verlassenes Dorf in verhexter Region sucht Bürger, welche die Häuser der zuvor verschleppten und ermordeten Dorfbewohner beziehen wollen. Wie klingt das? Weiß nicht. Meine Freunde oben am Lagerfeuer könnten eines der Häuser beziehen. Sie sind sehr nett und Gulliver und Nate sind geschickte Handwerker. Sie würden das Dorf in 0, nichts wieder auf Vordermann bringen. Ich denke nicht, dass wir solche hier haben wollen. Aber das ist unfair. Stellen Sie sich vor, Sie sind Familienvater und hätten sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Sie und Ihre Frau arbeiten hart, Sie haben einen tollen Sohn und dann kommen Sie in ein Dorf, das dringend Bewohner sucht. Ja, aber es sind Zombies. Nein, es geht um Sie und Ihre Familie. Aber im Dorf lebt ein Zombie und der will Sie und Ihre Frau und Ihr Kind nicht, weil Sie anders sind. Er will nicht einmal mit Ihnen reden. Was würden Sie von so jemandem halten, Naja, so kann man das nicht. Also, ich könnte ja mal mit Ihren Freunden reden. Tun Sie das. Verkaufen Sie vielleicht Salat? Nee, das hier ist ein Abenteurerladen. Abenteurer essen keinen Salat. Sie gehen in den Wald und erlegen ein Wildschwein. Dann haben Sie wohl auch keine Hähnchenbrustfilets. Nee. Und Salatdressing? Essig und Öl? Auch nicht. Naja, Öl habe ich. Einige Krieger reiben sich damit gerne die Muskeln ein, damit sie in der Sonne glänzen. Dann hätte ich das gerne. Wenn du mir versprichst, dass du dich nicht vor meinen Augen damit einreibst, gebe ich es dir sogar umsonst. Danke. Nachdem man den Hexenmeister geköpft, gehängt und gevierteilt hat, wo hat man ihn vergraben? Naja, hier und dort. Seine Überreste wurden nicht in einem Grab beerdigt? Nein, man fürchtete, dass sein Bruder oder sonst jemand versuchen könnte, ihn wiederzubeleben. Also verteilte man seine Überreste feinsäuberlich auf mehrere Gräber überall im Land und keines trägt seinen Namen. Liegt ein Teil des Hexenmeisters auch draußen auf dem Dorffriedhof? Das darf ich nicht sagen. Wir haben geschworen, nie ein Wort darüber zu verlieren, in welchem Grab seine linke Hand und das rechte Bein liegen. Aha. Oh. Sagen Sie schon, in welchem Grab liegt er? Meine Lippen sind versiegelt. Warum hat man Van Buren eigentlich geköpft und gehängt und gevierteilt? Ist das nicht ein wenig übertrieben? Man muss einen bösen Magier oder Hexenmeister immer dreimal töten, damit er nicht zurückkommt. Das ist allgemein bekannt. Und warum hat man ihn erst geköpft und dann gehängt? Führt das nicht zu gewissen logistischen Problemen? Die ganze Sache damals war nicht optimal vorbereitet. Einige Magier wollten ihm lieber einen Holzpflock durchs Herz rammen, andere wollten ihn verbrennen. Du weißt ja, wie das ist. Ein wütender Mob, viele Meinungen. Am Ende konnten wir froh sein, dass er überhaupt hingerichtet wurde. Wissen Sie, was Öffnen in der Sprache der Ratten heißt? Ich könnte dir verraten, was Willst du mich verarschen in der Sprache des Düsterwalds heißt. Hab ja nur gefragt. Ich denke, ich gehe dann mal weiter. Wie geht es, Miss Kiki? Hat sie ihre Klauen schon im Grafen versenkt? Was meinen Sie damit? Ein heißer Feger wie Miss Kiki dürfte ungeduldig werden, wenn sie nicht bald sein Gold erben und hier verschwinden kann. Ich hoffe, der Graf ist vorsichtig. Aber die beiden lieben sich doch. Sie haben sich per Zeitungsanzeige kennengelernt und
Es ist nicht sehr nett, so etwas von anderen Leuten zu denken, Herr Whale. Tschö. Und tue ich mal wieder. Aha. Hallo? Muss mich getäuscht haben. Irgendwo hier müsste der Hexenmeister begraben sein. Ich sollte mir das genauer ansehen. Es scheint sich immer um Familiengräber zu handeln. Praktisch, wenn man Platz sparen will. Lugosi steht auf diesem Grabstein. Lugosi, na gut. Es scheint sich immer um Familiengräber zu handeln. Praktisch, wenn man Platz sparen will. Das ist das Grab der Familie Lee. Auf diesem Kreuz steht Cheney. Das hier ist der Grabstein der Familie Karloff. Vielleicht können wir ihn irgendwie bequatschen, dass er sich verspricht. Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo, Herr Wetterquarz. Wegen der Gräber auf dem Friedhof. Ja. Auf einem Grabstein steht Lugosi. Was können Sie mir über die Lugosi-Familie erzählen? Die Lugosis stellten jahrelang die Zahnärzte in Düsterdorf. Düsterdorf hatte einen eigenen Zahnarzt? Wir wurden dreimal hintereinander zum Hinterwäldlerdorf mit dem schönsten Lächeln gewählt. Leider wurde der alte Lugosi irgendwann etwas weich in der Birne, faselte von Außerirdischen und einem Plan, den er vereiteln müsse. Von da an ging es mit der Zahnpflege im Dorf bergab. Die Familie Cheney, was können Sie mir zu denen sagen? Der alte Cheney war in seiner Jugend fahrender Schauspieler. Der einzige von uns, der jemals das Dorf für längere Zeit verlassen hat. Er muss recht erfolgreich gewesen sein. Den Mann mit den 1000 Gesichtern nannte man ihn. Hat sich später hier im Dorf zur Ruhe gesetzt. Sein Sohn hat den Theatervirus aber geerbt. Ist weggegangen, bevor das Unheil über uns hereinbrach. Dürfte ihm das Leben gerettet haben. Die Familie Lee, eine alteingesessene Familie im Dorf? Wer? Ach so, die Lees. Ja, die sind, waren, ja, alteingesessen. So? Was können Sie mir über sie erzählen? Also, da gab es, Schildhand Lee. Der war, Schmied und, seine Frau, Feuermarie, die war, sehr heiß. Aha. Ich glaube, ich weiß, was ich wissen muss. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielleicht hätte ich mir das andere auch noch fragen sollen, lieber, oder? Ach, ist ja nicht fragen. Hallo, Herr Bürgermeister. Ja. Karloff steht auf einem der größeren Gräber. Große Familie. Der junge Karloff war ein Riese von einem Mann. Bärenstark, aber ein freundliches Gemüt. Als die Schrecken aus dem Wald kamen, wurde er von einer Mumie erwischt. Wie die meisten anderen, die im Wald verschwunden sind, konnten wir ihn nicht beerdigen. Im Grab auf dem Friedhof liegen nur seine Vorfahren. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also Lee. Also Lee. Genau. Mir ist ihm ganz komischerweise nichts eingefallen. Bürgermeister Whale wusste über die Familie Lee nichts Glaubwürdiges zu berichten. Ganz so, als wäre es keine Familie hier aus dem Dorf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in dem Grab kein Lee, sondern ein Van Buren liegt. Bräuchte ich eine Schaufel. Bürgermeister Whale. Kann ich vielleicht mir noch gleich eine Schaufel kaufen? Ich habe irgendwo eine gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo.
Ich wüsste nicht. Auch Schloss ohne Angst wird er die Waren nicht so bald loswerden. Im Umkreis von Meilen wohnen nur Herr Whale, Graf Schreck und Miss Kiki. Und zumindest letztere schien vom Angebot nicht sehr angetan zu sein. Ich soll die Zombies, die haben sicher was. Esther? Ja? Wegen der Siegel. Wie kann ich helfen? Ich bräuchte eine Hand. Ja? Aha. Aus einem Grab. Natürlich aus einem Grab. Jemand Lebendigen die Hand abzuschlagen wäre doch irgendwie nicht nett. Es muss eine bestimmte Hand sein. Die des Hexenmeisters Van Buren. Er wurde im Grab der Familie Lee begraben. Fein. Brauchst du nur die Hand oder soll ich dir noch etwas anderes mitbringen? Die Hand reicht. Ich gehe gleich los. Oh, ich könnte bei der Gelegenheit schauen, ob ich eine neue linke Niere finde. Du bist nicht böse, wenn ich nicht mitkomme, oder? Nein, kein Problem. Kannst dir die Hand später hier abholen. Super. Danke. Bis später, Esther. Ich muss weiter. Bis dann. Haben wir uns das spart. Oh, das habe ich gebraucht. Aha. Jetzt noch ein paar Stunden Schlaf, das wäre es. Aber erst muss ich das Buch haben. Leckeres Bratwürstchen. Na egal, ich gehe zum Schloss rauf einmal. Rauf wieder. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo eine Stecken gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich brauche mir keine Schaufel mehr. Ah ja. Die grabt sie aus. Hm. Heute habe ich mir denken. Ja. Hä? Hallo? Wer ist da? Meister Alistair? Geht es Ihnen gut, Erzmagier? Hat Ivo Sie zurückverwandelt? Und warum kommen Sie nicht her? Sie könnten doch ein Portal öffnen. Ein Geist über irgendeiner Zeichnung. Ich verstehe nicht, Erzmagier. Was bedeutet das? Das Symbol, Erzmagier? Meister Alistair? Er ist weg. Das ist doch mehr als merkwürdig. Warum versucht Meister Alistair durch den Spiegel Kontakt zu mir aufzunehmen? Er ist gefangen. Und es wirkte, als hätte er nicht die Kraft gehabt zu bleiben. Natürlich, er ist noch verwandelt und kann deswegen seine Magie nicht richtig nutzen. Ein Geist über einem Symbol. Vielleicht soll ich ihn beschwören? Das kann auch sein. Rauf gehen auch? Na, auf der rechten Seite nicht. Für die Maden? Das sollte gehen. Oh, die Stecke. So. Ja. Sieht doch schick aus. Bestes Fleisch. Und sieht sogar fast aus wie Hähnchenbrust. Öl haben wir auch noch. Öl ist Öl. Fehlt nur noch Essig. Wo kriegen wir den Essig her? Ich rede doch mal kurz mit ihm. Herr Graf? Ja, Igor? Ich habe den Tisch gedeckt. Ist es Ihnen so recht? Nein, irgendwas fehlt noch. Ich will meine Verlobte beeindrucken. Sehr wohl, Herr Graf. Ich habe den Tisch gedeckt. Ups. Sehr wohl. Sind Sie sicher, dass Ihre Verlobte...